Ihr Lieben, zwei Dinge, die ich loswerden will. Erstens finde ich ziemlich cool, dass man rausfinden muss, was was macht. Und zweitens habe ich ein Geheimnis entdeckt. Ich zeig's euch. Oh nein. Ich hab's verkackt. Ich wollte euch zeigen, dass im Hintergrund die Welt im Pixel-Look ist. Und zwar genau das, was wir sehen. Das ist mega cool. Wir sehen den Steinbruch, wo wir die blaue Steintafel bergen wollen. Wir haben uns mittlerweile eine Maske, glaube ich, hier angeschafft. Das heißt, diese Verderbtheit hat keinen negativen Einfluss mehr auf uns und wir haben diverse Wege ja schon freigeschaltet. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir zu dieser Brücke kamen. Schon. Okay. Glaube ich. Ah, stimmt, du kommst ja hier auch durch diesen. Ja. Schön vergessen, wo es neben der Kiste, ne? Ach. Jetzt können wir hier. Das ist so gemein. Ja. Oh, ich wollte. So, die hatten wir. Genau, letztes Mal waren wir bei den Kollegen. Ja, und dann haben sie uns erschossen. Frech. Oh fuck. Was sag ich, das. Sind die einfach komplett unbewaffnet? Oder? Nein, die werfen die Bomben da. Das sind. Okay. Ui, okay. Nice. Tja, da kannst du nicht ewig zurückweichen. Oh, können wir schießen damit? Ja, maßlich? Zwei Schuss. Ah, ohne Mana. Okay. Ja, wollte ich eigentlich, aber man konnte sie nicht anvisieren, deswegen dachte ich. Oh. Wow. Oh, ist eine Shotgun. Ja. Dachte, das ist auch so eine Präzisions. Ja, dachte ich auch. Deswegen habe ich mich ja auch auf die. Was ist das hier noch? Was ist. Nee, ich will da. Ich will da hin, ja. Oh, das war ein Heiltrank! Nice, guck mal, jetzt haben wir schon 6. Das ist ziemlich gut. Ich glaube, die Folge sehen wir noch im Bosskampf. Das verspricht doch nicht schon wieder was. Ich hab nicht Doppelboss, ich hab nicht versprochen, dass wir ihn killen. Ich habe nur versprochen, dass wir ihn sehen. So, jetzt da unten waren wir, glaube ich. Glaube ich auch. Das heißt, hier, dieser Weg ist jetzt noch neu, ne? Ja. Ja, da kann man runter. Ich will gucken, was es hier noch gibt. Uiuiui. Weil es lustig war, es führt gefühlt ja wieder woanders hin gerade. Kann man hier vorbei? Oh. No. Ja, vielleicht ist das wirklich auch. Ach, das ist ja wohl unfair. Du hast ungefähr 20 Millionen Böller, die du runterwerfen könntest. Theoretisch. Oder den hochziehen könntest. Hochziehen geht, glaube ich, nicht. Ah, doch. Sehr gut, Joscha. Sehr gerne. Ah, ich muss da hinten runter. Oh, shit. Ja, ich wusste jetzt auch nichts. Ja, dann war das echt nur einmal für die Übersicht. Okay. Wieso? Man kommt links doch runter, glaube ich. Nee, nee, diese Leiter meine ich jetzt. Klar. Die hier schon, ne? Die ist. Nee, man kommt nicht schneller runter. Na, das ist natürlich toll. Du hast keine Energie. Ich weiß. Das
Lass mal die hier holen. Ja. Ach, hier gibt es überall so viel. Dann kann man hier noch was? Oh, stark. Nee. Hm. Doch, jetzt bist du nicht jetzt auf der. Ah, nee, du bist im Heidelberg, okay. Nee, bin ich nicht. Ach, das ist geil. Der Boss kann wahrscheinlich alles von denen. Sachen. Er wird auf jeden Fall ein Riesengewehr haben und auf dich schießen. Ja, auf jeden Fall. Boss, der Plünderer. Wo kommen also, wir hier runter? Auf der anderen Seite von dem Scharfschützen. Ah ja. Ja. Geht man da nicht zwischendurch? Ja, versuche ich auch. Versuche ich ja. Ja, kann man. Aber es war ein bisschen fummelig. Ja. Ui, es war hier ein bisschen nebelig. Ist geil, wie sich das so lichtet. Guck, ob hier noch was ist. Nee. Ist hier oben. Oh! Wow. Ich habe nicht gesehen, dass er sein Schwert gehoben hat. Ich habe nicht gesehen, dass er eine Waffe in der Hand hat. Dachte, du kannst jetzt hier jemand gänzlich unbewaffnet. Ah, hier kommt man rüber. Ah! Ah, Edmunds! Okay, da geht's weiter. Ich will aber noch gucken, was es in die andere Richtung gibt. Also hier kommt man ja definitiv durch. Hier geht's nicht lang. Ich hab da keine Abzweigung gesehen. Hier? Ich wollte gucken, ob man hier lang kommt. Nee. Okay, dann können wir jetzt da rein. Mhm. Ah, ist echt smart mit dieser Maske, ey. Ah, danke. Yes, ich wusste, dass hier noch was ist. Wie viele 100 Schatzkisten es in diesem Spiel auch gibt. Das muss so Spaß machen, die zu verstecken. Yes. Nur die Frage ist, wie viele wir noch nicht, also wie viele haben wir übersehen? Genug, würde ich sagen. Ah, kommt man hier noch? Das ist eine Ecke? Nee. Schon. Ja, ich wette auch, es gibt noch mal mehr, die so ultra gut versteckt sind, dass du einfach denkst, so, what? Es gibt ja ganz viele, die so sind so außerhalb des Bildschirms versteckt, ne? Hm. Da geht's rum. Was gibt's hier noch? Okay, ja, da geht's rein. Hui. Noch schön in die Ecke hier gucken. Ja, ist doch relativ. Also das Leveldesign ist echt relativ obvious hier, ne? Mit dieser Leitung. So langsam würde ich mich dann aber mal über einen neuen Savepoint freuen. Ist doch kein Haltrand mehr? Nö, hab ich gesehen. Die drei Fragezeichen sind wieder da, Jenny. Oh, die Justus Jonas, Peter Shaw. Und, warte, Bob Andrews. Bob Andrews, wir sind die drei Fragezeichen. Bossraum! Na, eigentlich bräuchten wir erstmal ein. Ah, okay. Ein Heal-Ding, aber. Nee, das ist, Boss wird ja nicht so weit. Wobei, ich glaube, jetzt kommt nochmal der unterirdische Abschnitt. Ja. Und dann kommt der Boss am Ende dieses Abschnitts. Wie? Wie so eine Fabrik, ne? Aber sehr modern irgendwie. Das ist jetzt schon zwischendurch die ganze Zeit, dieses ganze. Was? Ah. Oh, okay. Durch den Lernschutz. Dachte ich auch. Bist du so ein Opfer-Speicherling? Modern. Yes, you are. Hm. Tja. Bist du noch ein bisschen für töten? Naja, okay, es ist weit genug davon entfernt, aber wenn die Flügel ein bisschen anders wären, wären wir verdächtig nah am Reichsadler. Was? Das denkt keiner. Ah, die mal wieder. Ey, das wäre so eine gute Shotgun, by the way, gewesen.
Ja, nächstes Mal, aber das habe ich nicht dran gedacht. Ich habe jetzt auch gerade so im Nachhinein so. Ja, hier fliegen überall solche Dinger rum. Hm. Ich mag das in Spielen ja diese Tiefe quasi in den Leveln. Aber es sind nur drei. Was ist so die kritische Shotgun-Größe für dich? Weiß ich noch nicht. Ey, das... Ja, da, ich kam da nicht ran. Dafür kann ich ja nichts. Du musst gar nicht so doof lachen. Drei ist mir nicht genug. Knall zwei an. Ja, weil ich... Nein, aber man hat richtig gesehen, wie die zwei nicht hingehen. Oh, fuck. Das war der falsche Knopf. Ich wollte die Waffe wechseln. Find's super gut. Ich wollte diese. Das ist genau richtig. Oha, willst du mich verarschen? Achso, ja, stimmt, du musst dafür auswählen. Ne? Aber kannst du da nicht auch noch laufen? Mhm. Boah, 500 ungefähr jetzt noch. Das ist so ein Heiltrank, ne? Was ist das für 1000? Ach, den müssen wir erst aktivieren. Von der anderen Seite. Das hatten wir schon mal. Man kann sich an die, wenn die nicht leuchten, nicht ranziehen. Hatten wir denn noch einen anderen Weg? Ja, hatten wir. Okay. Haben wir. Hervorragend. Hier nehme ich. Och nö. Oh, da sind noch mehr dahinter, ne? Ich würde sagen, ich will erstmal einen Heiltrank nehmen. Jetzt bretzt den weg. Okay, wegbretzen geht nicht. Jetzt sollte ich nicht machen, nächstes Mal. Oh fuck. Ja, sie erst dreht sich nicht um. Nein! Sie macht nicht das, was ich will. Ich behaupte einfach, wir sind in sie, obwohl wir wahrscheinlich eigentlich in ihr sind. Frieda Fuchs. Echt? Mhm. Frieda? Okay. Frieda. So. Puh. Diese seltsamen Stummgabeln, ey. Da gibt es schon auch so ein ganz elaboriertes Geheimnis mit. Da kommt man dann da runter und hier kann man das Ding freischalten, glaube ich. Gehen wir erstmal nach hier. Ah, ja. Shortcut, ne? Damit wir einen Shortcut haben. Oh ja, nochmal will ich nicht durch diese... Ich auch nicht. ...Robo-Armee da. See. Ah. Zack. Ach, so ein schönes Spiel. Ja, ist mega geil. Es ist einfach so gut durchdesignt. Oh. Aua, aua, aua. Miniboss? Also einen haben wir schon mal beim Bibliothekar gesehen, glaube ich. In den Räumen da drunter, die so sonnendurchflutet waren. Aber in kaputt. Oh! Round 2! Hat was Star Wars-haftes. Ja, das hier hat was von, wie heißt er? General Grievous. Ich hab keinen hier mehr. Yes. Ah, ich hab auch keinen. Jetzt werde ich sterben. Zurück. Ja, aber wohin? Alter. Das geht nicht. Oh!
Oh, du darfst den Kampf nicht verlassen. Oh, das war gemein. Ich wollte gerade durchrollen. Aber egal. Ja gut, der Weg ist jetzt nicht. Ja, der ist cool. Der ist irgendwie echt cool designt. Shotgun. Man sieht halt nicht so gut, auf welcher Ebene die sind. Ja, die waren nicht auf der... Die waren zu hoch, glaube ich. Mir dann auch so dumm. Ich liebe. Da kenne ich gar nichts. Die brauchst du ja auch nicht mehr für den Champion. Doch, eigentlich schon. Ich wollte mich heranziehen. Das ist so Mana-technisch. Mhm. Man könnte natürlich jetzt einfach cheaten. Man könnte sich jetzt Mana-Tränke holen, indem man so macht. Immer swappy die swap. Ja, das machen wir jetzt auch. Nehmen wir zwei. Ja, das reicht. Und dann swappen wir das wieder zurück in... Die Maske brauchen wir, glaube ich, bei dem gerade gar nicht. Ja, probieren wir das aus. Ja, ich glaube, die waren nur von oben, ja. Ach, guck mal, jetzt ist sogar die Leiter, wenn du sie benutzen kannst, ne? Hell hervorgehoben. Der ist so süß. Hängt halt auch mit diesen drei Farben wieder zusammen, ne? So. Oh. Kann ja auch kein Zufall sein. Oh, er war dizzelig. Jetzt müssen wir auch wieder schießen, ne? Ja, aber. Okay, wir wissen, wie viel Schaden es an so einem macht. Genug. Mhm. Nicht schlecht, Josh. Sehr gerne. Das heißt, das ist eine ganz schöne. Also, ich dachte halt, Schrotflinte, ne? Weil es dann die. Oh Gott. Das ist immer schädlich. Ja, da kann man lang, aber gibt's hier noch was? Nö. Oh Gott. Warte mal, die geht nach ganz unten. Ich gucke, ob es hier noch eine gab in die Mitte. Oh Gott, nee. Ich guck woanders hin. La la la. Ich bin der kleine Bibios. Und ich gucke nirgendwo hin. Das ist echt anstrengend, finde ich, wenn du das selber nicht machst. Und sich das komplette Level irgendwie so rumdreht. Hm. So geht's gerade, wenn du so diese Richtungswechsel machst, so abrupt. Ach, guck mal, so kann man laufen. Okay, nee, so wird mir auch schwindelig. Hier kann man langlaufen, aber gibt's hier noch ein Geheimnis? Nein. Josh, natürlich gibt's hier überall verschiedene Treppen, siehst du doch. Das Geheimnis ist, dass ich dir gleich hier irgendwie aufs Gamepad kotze, wenn du noch länger. Da, siehst du, wir wollen nämlich in die Ebene da drüber. Sind wir jetzt in der? Ich glaube. Ne, noch eins höher. Ja, ich kotze auch gleich. Also, ich kann das auch überhaupt nicht. Eine höher, ne? Ja, aber ich sehe gar keine Leiter, die da hochführen. Achso, aber zwei Ebenen höher. Ach doch, die hier. Geht. Wir müssen auf die. Ja. Okay, wir müssen die, die ganz oben ist, und dann in die andere Richtung. Okay, oder? Mann! Ist das jetzt richtig? Nicht sicher. Wir müssen eine tiefer jetzt. Wir müssen wir, glaube ich, nach ganz oben. Du willst auf... Wo geht's denn hier eins für? Ich weiß es nicht mehr, wie wir da ursprünglich wurden. Ach, hier geht's nicht lang, okay. Ich habe halt nicht hingekommen. Ja, und mir wird schlecht bei dem Kack hier, aber ich will die Kiste trotzdem haben. Okay, wir müssen jetzt... Irgendwo hin, wo eine Leiter ist. Ja. Ist es jetzt, ist es nicht diese Ebene?
Jetzt bist du ja ganz oben. Ja, genau. Ich wollte von hier gucken. Wir müssen... Ich dachte, das war gerade schon die Ebene, auf die du musstest. Ja? Ich dachte. Wie sind wir da hingekommen? Nee. Runter. Die Leiter. Ich dachte, diese... Aber die ist doch zu tief, oder? Ich dachte, das ist die Ebene. Oder es muss nur eins höher. Nee. You're right. Ja. Für ein bisschen Mana. Zwei leckere Blaubeerchen. Und jetzt... Genau, jetzt gehst du anders. Ja, genau. Andersrum? Ah, okay. Glaube ich zumindest. Ich glaube nämlich nicht. Doch. Und jetzt kannst du nämlich die runternehmen. Dann? Weiter im Kreis. Hier rum. Hier jetzt rum, ja. Jeez. Ist hier noch eine Kiste? Die ist offen, oder? Ja. Doch, das ist doch das, wo du ja, stimmt. Den Weg freigemacht hattest. Jetzt hier, egal ob da unten noch was ist. Ja, bitte. Geh da rein. Da ist bestimmt noch was, aber ich kotze sonst wirklich. Ja. Ich muss kurz die Augen zumachen. Fuck it. Okay, ist geschafft. Kacke, war es echt, echt gut. Oh Gott, wo bin ich? Ah, da. Ich dachte, ich wäre auf der Leiter. Eine Puppe. Die Attrappen stelle ich auch nie, ne? Ja, aber irgendwie... Es ist halt schon so, dass die Restriktion auf quasi ja zwei andere Slots nur zu haben, führt dazu, dass man oft andere Sachen nicht einsetzt. Beten oder nicht beten ist die Frage. Nicht. Ich meine, der ist gefangen, glaube ich, da drin. Ja, aber ist nicht unsere Göttin, ne? Die sieht aber so ähnlich aus. Sieht aus wie eher wie ein Gegner. Wie der Blick aus so hoch geht. Mag solche Details. Oh, für diese. Wer hier produziert? Ich glaube, krass. Ich ziehe mal lieber die Maske an. Für den Fall, dass diese komischen Dinger. Ja. Ah, hier. Oh Gott. Die werden da eingesperrt, oder? Weiß ich nicht genau. Was auch immer sie gemacht haben, so ein Speicherplatz. Das war nicht nett. Yes. Wir haben nicht genug. Never ever genug, no. Nee. Alle sind tot hier. Fünf! Das Spiel ist mit Ballast. Weil da kommen doch so Geschütztürme raus. Schön, wenn du gleich auf der anderen Seite vorbeiläufst. Oh, von beiden Seiten. Wow, da kommen immer mehr raus. Die sehen ja fancy aus. Aber die sieht man ein bisschen schlecht. Ja, yeah, aber nur die Outlines so richtig siehst, ne? Interesting. So. Hallo? Das soll nicht so sein. Ich glaube, hier sollen eigentlich welche rauskommen, damit man sich wieder rüberziehen kann. Aber die kommen jetzt leider nicht. Und ich glaube, wir können uns nämlich nirgendwo anders rüberziehen, oder? Da haben wir uns echt getrappt gerade. Man kann sich auch nicht sterben lassen. Man kann...
Also bin ich wieder am Speicher. Ja, der war ja nicht weit weg. Krass, okay. Okay, das war aber nicht mit Absicht, glaube ich. Ah, ja, siehst du, es bleibt auch so. Weil die anderen nicht triggern halt. Ja, weil die triggern jetzt halt. Also siehst du, das war ein Bug. Stimmt, der andere auch. Ja, ja, stimmt. Deswegen ist auch der hintere nicht getriggert, ne? Mhm. Vergessen wir, dass die explodieren. Ja. Wow. Wow, wirklich. Kannst du immer noch einen Tick lassen, wenn man durchfährt? Sehr laut. Ne? Ja. Super. Hä? Warte, 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 warte. Nee. Hm. Vielleicht andersrum, ich guck gleich mal. Da geht's lang. Ich glaube, ich würde auch erst links. Ja, 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 ich guck trotzdem auch mal hier erstmal. Aber wie kommt man denn. Ach, hier. Ja. Ich war kurz verwirrt. So. Ich glaube, hier geht's überall lang. Aber du wolltest eigentlich erst links, ne? Oh. Ja, ich wusste, dass die Shotgun kommt. Ich, du spielst. Ich hab ja gar keine. Ich glaube, wenn man so viel Mana zurückkriegt. Ja. Ich hol mir erstmal. Ach, da ist ein Speicherpunkt. Nee, 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 dann laufen wir jetzt andersrum. Ich hab den Speicherpunkt weiter unten entdeckt. Yes, gute Entscheidung, Joscha. Sehr gut. Achtung! Hallo. Wisst ihr was? Boah. Erst wird einem schwindelig, jetzt. Ich sehe auch überhaupt nichts. Man sieht halt gar nichts. GZ. Ja, 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 bringt mich doch einfach um. Ich habe Leben verloren. Ja, ich glaube, die machen das, obwohl du diese Maske hast. Das ist schon deren Ding zu sein, ne? Oh ja, das ist mit diesem hier. Alter, dann musst du mich weg, glaube ich, von denen. Ja, das ist mir gerade egal. Also kurz hier. So, jetzt haben wir zwar kein Leben mehr, aber dann ist das wohl so. Guck mal was. Nur für meinen Nervenkostüm. Ja. Nicht ohne hier, ey. Boah. Boah, drei? Na, ich komme hier nicht niemals raus. Okay, war diese einmal so kleiner Kette? Ich habe geschossen und ich hatte kein Mana mehr. Ja. Okay, aber die da, wo die Kiste war, die musst du ja nicht nochmal machen. Mm-mm. Wo hattest du denn da einen Speicherpunkt gesehen? Musst du dann sehen. Okay. Auf der anderen Seite unten drunter. Bei den können wir auf jeden Fall nochmal an. Kann man die hier nur. Oh. Oh, das wusste ich nicht. Ich steck schon wieder fest. Krass. So, jetzt nochmal drei, ne? Guck, der Speicherpunkt ist hier. Unten, rechts. Au, ja, einmal im Kreis und dann nach unten. Hm? Wahrscheinlich besser, als sich zurückfallen lassen, ne? Hm. So. Da vielleicht, ich weiß nicht, Böller oder nicht Böller? Mm-mm. Dann verletze ich mich selber. Ich finde die Shotgun ist perfekt dafür.
Ja, auf jeden Fall, die ist da für Design. Okay. Das war mal zu dumm. Ich komm schon wieder nicht ran. Ja. Dreimal Mana Flask. Oh, vielleicht hier sogar Mana mal ausrüsten statt des Ranziers. Ja, vielleicht kommt immer auf den Boss, auf den Feind drauf an, aber vielleicht. Ja. Wir haben, glaube ich, schleppen so viel Zeug. Wobei, jetzt sind wir eher im Safe-Point. Speichern. Ist dir mal aufgefallen, dass die Kisten immer andersrum sind, als man ankommt? Ja. Das ist voll verwirrend. Das ist eine Designentscheidung dann. Offensichtlich, sonst wäre das nicht so. Muss immer erst irgendwie rumlos. Das hat, ey, guck mal, wir haben 15 Böller, 7, 16. 16 Blaubeeren. Au. Weg. Da musst du rollen wahrscheinlich, ne? Hab ich doch eben gemacht. Ja, kannst du dann durch das Ding durchrollen. Oh nein, da kommt noch mehr! Oh, ich komme hier nicht raus. Schon wieder. Ah, weg hier, weg hier. Oh. Ich drück die ganze Zeit auf Schießen, aber es ist nichts passiert. Alter. Mann, das ist aber auch... können halt irgendwie weiter angreifen, als ich Reichweite habe. Okay, Idee, ich würde jetzt hier... Auf jeden Fall, nee, ich rüste den fucking Zauberstab aus. Das Idee wäre jetzt für mich gewesen, du packst dir Mana ein und kannst halt die Shotgun spammen. No. Was ist so für Mana? Das ist aber gescheitert. Nein, das ist in the game. Nein, da habe ich aber keine Lust zu. Weil man kriegt ja auch so viel Mana. Hm. Ja. Aber jetzt halt nicht mehr. Obwohl, warte. Jetzt erst den anderen, ne? Das, ja, eigentlich wollte ich das nicht. Ja. Aber weil diese Range haben, ne? Schade, dass sie sich nicht gegenseitig killen können. Wir sind schon dreimal tot dann, ey. Die haben was von so Fluglotsen. Die wollen dir eigentlich nur deine Parkposition zeigen. Ja, wo ist das Mana geht? Tja, weil manchmal, wenn du angreifst, verlieren die doch was. Ja. Oh, das ist auch Mana. Batz! Ja. So mächtig. Ich hab's geschafft, auch ohne Mana-Pots. Ja. Saying. Ich will ja nur skilled sein. Und du warst schlau. Ich geb ja zu, das ist schlau. Aber du weißt ja... Na gut, liebe Leute. Und wo es von hier aus weitergeht... Was? Schon wieder Folge 10? Finden wir in der nächsten Folge heraus. Von und mit. Mir! Bis dann!